Hallo zusammen, mein Name ist Robin Betschart. Ich arbeite im Alterszentrum Krisengarten als Drittlehrjahr Koch und ich zeige euch jetzt heute mal, was ich den ganzen Tag so mache. Der Beruf Koch ist ein sehr, sehr schöner Job. Ich mache ihn sehr gerne. Man tut zubereiten, man tut viel rüsten, viel anrichten. Man kann immer probieren, was man macht. Man weiß, ob es gut ist oder nicht gut ist. Man bekommt immer ein positives Feedback oder ein negativ. Das Spezielle am Beruf Koch ist sicher, dass man überall, wo gegessen wird, braucht man sicher einen Koch. Zuerst ist man im Krisengarten, tut die grundlegenden Sachen lernen. Desto mehr Erfahrung man sammelt, kann man dann in unser zweites Altersheim im Mieterpark und dort mit einer zweiten Person den ganzen Service leiten. Wenn du bei uns die Lehre als Koch machen willst, ist sicher schön, wenn du daheim schon viel gekocht hast, die Freude daran gefunden hast. Und sicher etwas vom Wichtigsten ist auch die Motivation mitbringen, den Ehrgeiz mitbringen und einfach Freude daran haben. In einem Altersheim hat man viel mehr Zeit als in einem Restaurant. Man hat viel mehr Zeit für die Schule, man hat viel mehr Zeit für Sachen genauer anzuschauen. Und danach kann man dann immer noch in ein Restaurant gehen. Aber ich würde die Lehre zuerst mal in einem Altersheim machen, weil es für mich einfach geringer geht. Ich hoffe, ihr könnt einen kleinen Einblick bekommen in meinen Arbeitsalltag. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewirbt euch doch gerade jetzt.